Konnichiwa Minasan. Yukito Desu, willkommen zurück bei Wario Land, wo wir gegen einen Riesengeist kämpfen. Also ich kämpfe gegen einen Riesengeist und ihr schaut mir zu. Hoffentlich. Und der Geist, der ein bisschen aussieht wie ein Bernhardiner. Finde ich. So mit der Umhängetasche oder was es sein soll. Okay, und jetzt eine Geisterbrigade an drei kleinen Geistern. Ah, nein! Irgendwie ziemlich nervig, wenn man einen berührt, dass man dann gelähmt ist. Ziemlich nervig. Die großartige Nachricht des Tages, was ich auch schon auf YouTube geschrieben habe. Endlich, nach vielen, vielen Jahren, hat es YouTube geschafft, dass die zeitliche Begrenzung für Videos aufzuheben. Das ist ziemlich großartig. Das heißt, endlich nicht mehr 10 Minuten pro Video, nicht mehr 15 Minuten pro Video, sondern solange ich will, Gottverdammt nochmal, so wie es sein sollte. Das ist ziemlich großartig. Ja, wie wir alle wissen, hat es schon jede andere Videoseite, also ziemlich jede andere Videoseite schon seit sie bestehen. Nur YouTube hat es mal wieder voll verpeilt für Jahrzehnte. Natürlich hatten sie ihre Gründe, aber jetzt mit Googles Unterstützung und allem drum und dran sollte das natürlich funktionieren. Und offenbar tut es das jetzt. Und nach eigenen Angaben sind es ausgewählte Mitglieder, die jetzt ewig lang quasi die Videos machen können. So wie ich das verstanden habe, eigentlich alle, nur halt nicht die sowieso lauter halblegales Zeug reinstellen. Und ich mache natürlich nur legales Zeug. Ist ja klar, deswegen darf ich das. Deswegen ist schon ziemlich großartig. Ah, verdammt. Bitte lass mich beim Geist wieder starten. Ach nein. Nein, 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 nein. Ach Gott, verdammt. Ja, deswegen ist es mir jetzt im Moment sogar fast egal, dass ich beim Geist gestorben bin. Durch suboptimales Speichern, würde ich sagen. Ja, ich meine, bessere Nachricht geht's eigentlich für YouTube so nicht. Vielleicht das Weihnachtsgeschenk, das große Weihnachtsgeschenk von YouTube an alle YouTube-Benutzer, von dem sowohl sowohl die Filmemacher, wenn man das so nennen kann, profitieren offensichtlich, als auch die Zuschauer, die es nicht sich durch Videos kämpfen müssen, so von wegen so 20-teilige Videos oder sowas. Oder halt generell werden viele Playlisten wegfallen und einfach längere Videos, so wie zum Beispiel meine Duelle gegen Zen, werden ab jetzt einfach auch in voller Länge verfügbar sein, in einem einzigen Video. Und ja, ich meine, so oder so ziemlich großartig. Gut, zurück zum Spiel, ich speichere wieder. Okay. Mit Feuer ist der Geist schon mal nicht zu besiegen. Wäre aber auch irgendwie sehr... Ach komm jetzt, das ist billig. Okay, versuchen wir es doch wieder klein. Genau, die Nachricht des Tages. Also, ich finde es super, aber auch überfällig. Und der Boss ist mit Abstand der nervigste aller Zeiten. Was das Ganze für Let's Plays zum Beispiel heißt, die ja natürlich voll egal sind, alle miteinander. Vor allem meine, ist ja klar. Heißt natürlich dann auch kein Zeitdruck, was ziemlich großartig ist. Nicht dauernd auf die Uhr schauen zu müssen, einfach spielen und dann halt aufhören, wenn man Bock hat. Anfangen und aufhören, wenn man Bock hat. Ich meine, besser geht's nicht. Und ja. Ich bin jetzt auch gespannt. Natürlich gerade bei denen, die ich abonniert habe, natürlich auch ganz besonders, wie die dann ihre Videos machen werden. Und bei mir könnt ihr natürlich auch davon ausgehen, dass ich jetzt von der neuen Freiheit Gebrauch machen werde. Habe ich ja auch schon alles aufgeschrieben und ich finde das einfach nur großartig. Okay, ich würde sagen, genug geredet über YouTube-Politik und beziehungsweise das neue YouTube-Feature. Längst überfällig. Schauen wir weiter auf Wario, der jetzt... Ah,
Ja, genau. Dann, wow. Okay, wenn das nicht die letzte Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Das Sirup-Schloss. Sirup hieß so nicht die... Also hieß irgendwie nicht der Hauptboss, beziehungsweise die Hauptbossin sogar, die Hauptkapitänin des Schiffs der Piraten irgendwie Sirup oder sowas. Würde irgendwie Sinn machen. Yay, und noch ein Leben. Alles geht gut heute. Wow. Vom Level Design im Moment wieder recht, ja, nicht sehr innovativ, aber lassen wir das mal. Münzen, stachelige Bälle, die mich treffen, weil ich doof bin. Aber dafür treffen mich die Viecher hier nicht. Oh Mann, ich kann wirklich nur noch an diese eine Meldung denken. Alles wird gut auf YouTube quasi. So in die Pointe davon. Wow. Kein Zeitdruck, ewig lange Videos. Naja. Machen wir hier auch mal wieder Checkpoint und gehen weiter. Also jetzt zum Beispiel bei dem Let's Play hier, also bei der Yokido Zockt-Reihe, heißt das natürlich nicht, dass ich jetzt einen kompletten Nachmittag durchzocken werde und als ein Video auf YouTube stelle. Wobei ich mir das künftig bei so kurzen, wirklich kurzen Spielen überlegen könnte. Also Super Mario Land 1 hätte sich natürlich jetzt so als ein Mega-Video schon durchaus angeboten. Auf der anderen Seite, naja, also ich werde schon das meiste hier, also vor allem vom Let's Play eben, schon in kleinere Videos lassen. So von wegen Aufmerksamkeitsspanne und muss ja auch nicht zu viel auf einmal sein. Ich finde im Moment eine Viertelstunde eigentlich so gar nicht schlecht. Wo man auch durchaus aufpassen kann die ganze Zeit. Aber auch nicht gelangweilt ist am Ende. Glaube ich jedenfalls. Ah, verdammt. Deswegen ja. Aber wie gesagt, zum Beispiel so Duelle mit Zen. Bisschen generell so Spiele mit anderen Leuten. Durchaus in einem Video. Oder natürlich, was ich vielleicht auch bald wieder mache, StarCraft-Spiele. Bietet sich natürlich hervorragend an, einfach ein komplettes Spiel, so wie ich sehe, auch in einem Video aufzunehmen. Ja, das bietet sich natürlich an. Gut, ich meine so Zeug wie Musik oder sowas, Klavier und so Zeug. Ich meine, das ist sowieso immer kurz genug, da brauche ich dann auch nichts weiter. Geht sowieso nie über eine Viertelstunde hinaus. Insofern. Oh, okay, ich muss zugeben, so langsam nerven die Bälle irgendwie, die Stachelbälle. Ah, komm, fick dich. Ah, ernsthaft. Das ist fies. Einfach nur fies. Aha, ein Schlüssel. Das passende Schlüsselloch habe ich natürlich nicht zugesehen bisher. Wow. Okay, okay. Pft. Ah, 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 ja, durch. Ah, puh. Okay. Ganz abgesehen davon fällt mir gerade ein, dass ich sowieso jetzt zum Beispiel bei Yokido Zockt sowieso nicht allzu viel auf einmal aufnehmen kann, da ja alles auf der Festplatte noch zwischengespeichert werden muss. Und wenn es dann über eben so eine Viertelstunde, 20 Minuten hinausgeht, dann werden die Dateigrößen auch schon ziemlich groß. Die Dateigrößen werden groß. Ah. Okay, was ist mit den Steinen hier? Wahrscheinlich nur mit Stier oder so. Egal. Ja, jedenfalls darf die Festplatte ja dann auch nicht überlaufen. Insofern, wow, verstehe, einen Rückwärtsschalter quasi. Okay, und was bringt mir das genau? Da komme ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht ran ins Power-Up. Toll. Ach so,
da, klar. Einfach den Schalter nochmal umlegen. Ah, Mistviecher, ernsthaft. Okay, Schalter nochmal um. Und Power-Ups absahnen, yay! Herrlich. Okay. Habe ich irgendwas übersehen? Ach so, da unten. Ach, da, die Leiter. Ja, das habe ich tatsächlich komplett übersehen. Ja. Peinlich. Naja, also dieses Video. Das ist schon super irgendwie. Kling! Okay, und runter. Und durch. Ach, ach. Ja, deswegen also dieses Video wahrscheinlich dann auch nicht wirklich viel länger als eine Viertelstunde. Aber ich meine, heute habe ich auch schon mal genug gemacht, würde ich sagen. Ach man. Gestaltet sich hier als kleiner Mario natürlich gleich ein bisschen komplizierter. Okay, da ist doch bestimmt ein Power-Up drin da oben. Ha, wo siehst du doch. Sogar das Drachen-Power-Up. Oh, komm schon. Ah. Ah, geht doch. Gut. Gut, weiter geht's. Auf dem Weg zum Endboss. Zum Captain des Piratenschiffs. Vorbei an den Ratten des Schiffs. An den sehr großen Ratten. Wahrscheinlich genmutiert. Oh super, ich glaube hier speichere ich mal, weil ich traue der Mechanik der Leiter nicht, wie ihr vielleicht schon aus den anderen Videos noch in Erinnerung habt. Schauen wir mal, was hier ist. Power-Up, sehr schön. Gut. Ach komm. Socks. Ach. Gar nicht nervig oder so. Schauen wir erstmal nach links. Ah, perfekt. Checkpoint liegt auf der linken Seite und weiter geht's auf der rechten. Ah! Oh Mann. Ja. Man merkt, dass es die letzte Welt ist. Es wird immer fieser, das Spiel. Okay, das war jetzt nicht schwer. Aber oben ist wahrscheinlich auch wieder irgendeine Überraschung. Power up. Okay. Nehme ich natürlich gerne den Stern. Yay, Leben. Das war schön. Okay, hier ist aber ein Power up. Komm schon. Ja. Großer Mario. So interessant. Das will eigentlich schon psychisch fertig machen, das Spiel, habe ich so einen Eindruck. Gerade so mit dem Wechsel von kleinen Räumen mit nur einem Gegner drin zu so Dingen wie gerade eben. Jetzt mit den Leitern, wo man drüber springen muss und wahrscheinlich dauernd in die Lava fällt. Das ist schon, ich würde sagen, psychologische Kriegsführung, die bestimmt extra ist von den Machern, wow, des Spiels. Würde ich meinen Arsch drauf verwetten. Okay, da wieder die Münzmaschine, aber lassen wir das. Okay. Wahrscheinlich soll man hier auch Leben sammeln können, so ein bisschen.
so als Ausgleich dafür, dass man psychologisch sowieso immer vernichtet wird. Yay, Power Up. Gut. Dann wieder einfacher Level. So. Und jetzt. Ah. Komm schon, an die Decke. Verdammt. Okay, hier speichere ich auch, weil ich fürchte, hier werde ich ein paar Mal sterben. Ah, weil, wie gesagt, die Mechanik hier mit den Leitern nicht gerade die beste. Ist sogar bei Mega Man angenehmer. Oh Mann. Ach komm jetzt, ein dritter Raum, das ist kalter Krieg hier, ernsthaft. Ah. Oh, gut. Will es mir mich auf irgendwas hinweisen mit den Upgrade, aber mit den. Yay! Oh. Brauche ich immer irgendwie genau die mir gegeben werden? Ich weiß es nicht. Okay. Wieder ein riesen Schalter. Was macht der? Oh, nice. Das Schloss explodiert. Was allerdings seltsam ist, weil irgendwo muss ja. Ach so, nee, heißt nur, dass ich jetzt rein richtig rein kann. Okay. So. Ha, nice. Und schon habe ich über eine Viertelstunde und das ist mir sowas von egal. Denn ich mache jetzt weiter. Einen Schritt weiter. Ein guter Zeitpunkt zum Aufhören, würde ich dann sagen, wäre jetzt so direkt vor dem letzten Level von der Welt hier, wo es dann natürlich richtig abgehen wird, bin ich sicher. Und dann werde ich natürlich ein Drache sein und als Drache mich an den Piraten rächen. Das ist mein Plan. Okay, vielleicht ist ja sogar schon ein Drachen. Ach komm jetzt. Mistviecher. Nein, nur ein Herz. Schade, das hat sich mal gar nicht gelohnt. Ja. Nein, auf jeden Fall als Drache will ich den Endboss besiegen und Wario zu seinem wahren Dasein verhelfen. Inmitten eines riesen Schlosses. Das nach meinem bisher gesammelten Schatz wahrscheinlich eher eine Holzhütte sein wird. Aber hey, ist ja nicht mein Schloss. Ist ja nicht mein Geld. Okay, hier wieder eine Stelle, wo ich ganz froh sein kann, klein zu sein. Einfach drunter durchlaufen. Und die Gegner vorbeilassen. Weißt du was, ich verzichte sogar drauf. Prozess. Auf den Pilz quasi. Okay. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Oh, das ist doch nett. Da ich jetzt eh keine Müssen hatte die ganze Zeit. Nicht genug für den Checkpoint. Kriege ich sogar welche extra dafür. Das ist irgendwie ungewohnt nett von dem Spiel. Das auf kalten Krieg setzt, normalerweise. Und ich fliege, yay! Ich kann fliegen! Leider bedeutet die Aufhebung der Zeitbegrenzung natürlich nicht, dass jetzt irgendwie illegales Zeug hochgeladen werden darf. Sonst. Oder irgendwas mit Musik. Ich schaue auf dich, GEMA. Oh! Sonst würde ich jetzt schon irgendwie I Believe I Can Fly als Lied noch im Hintergrund laufen lassen. Jedenfalls während dem Trampolin-Zeug. Okay. Gut zu wissen, dass die. Ah! Das wieder scheint mehr so ein Tribut an Super Mario 1 zu sein. Fehlt nur noch die Warp Zone. Aber an sich ganz nett gemacht. So der Aufzug. Das Aufzugprinzip. Ah! Okay. Speichern wir hier doch nochmal. Meint hier wieder so ein Raum, wieder nur mit einem einzigen Gegner.
Das ist so einfach so, weil sie es können. Ernsthaft. Soll einen nur fertig machen, das Spiel. Und ich muss sagen, es macht gar keinen schlechten Job so. Insgesamt. Yay, 4 Münzen. Sweet. Okay, das ist schon der Eingang des Schlosses des Totenkopfes. Deswegen würde ich sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Und ja, jetzt habe ich auch schon ungefähr 20... Naja, nicht ganz. Oder? Doch, tatsächlich. Ich habe sogar 20 Minuten zusammen. Und yay, YouTube würde ich sagen. Dann, ja, sehen wir uns nächstes Mal innerhalb des Monsterschlosses. Innerhalb des Totenkopfs. Und bis dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.